Herzlich willkommen zurück zu Drakensang Online. Hallo. Hallo. So, jetzt haben wir die ganzen Quests erledigt und diese tolle Quest mit den 30 Seelenlichtern und 40 Chaosflammen war sehr schnell, ging ganz fix, hat nur 4 Stunden gedauert, bis wir die Dinger zusammen hatten. Ja. Auch war das ätzend. Sehr angenehm auf jeden Fall. Ja. Aber jetzt holen wir uns erstmal den tollen Kristallschädel wieder. Ja. Mal gucken, was der Fährmann wieder zu sagen hat. Jupp. Liest du vor, oder? Sterblicher, wie kannst du es wagen, den Kristallschädel des Totengottes wieder zu entfernen? Der Boden war bereits zu seiner Rückkehr geebnet. Nur Mortis kann Barlo vernichten. Bring ihn den Schädel zurück. Made. Ja, tschüss. Jetzt hasst uns Mortis wieder, nachdem wir uns seine Gunst erspielt haben. Ja, das ist nichts Neues. Der hasst uns ja so oder so. So. So, jetzt da oben zu dem Fragezeichen. Da sitzt bestimmt wieder so ein erfrorenes Kind. Oh nee, da waren wir schon, ne? Ja, da hängt doch Sargon, oder? Ja, stimmt. Oder war der da unten? Keine Ahnung. Yay, 750 Wissen erhalten. Krass. Habe ich schon meine tägliche Kuh? Nein. Besiege 15 Spieler. Nee, lass mal. Ach, das war die Märtyrerin. Marita. Die Mumien sind erschlagen, hohe Herrin. Ich danke euch auf Knien dafür. Diese Untoten haben meine Familie erschlagen. Wie ihr sagt, ich sei auch untot? Aber nein, hohe Herre, das kann nicht sein. Dann wäre ich damals in Grimford ja gestorben. Ja, bist du ja auch. Ach, kennt man die? Ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Kennt man die? Keine Ahnung. Dann gehen wir mal zu Sargon. Ja. Sargon. Nee. Ich hoffe, der kommt wieder. Also, ne? Also wieder Auferstehung, wie auch immer. Wahrscheinlich beim Event. Ist ja voll cool. Dann am 23. Nein, das ist ein anderes Event. Echt? Na, vielleicht kommt er ja trotzdem, wer weiß. Vielleicht hat er die Düsterzwerge angeführt. Weißt du's? Klar. Es leckt. Ach, ist das schön. Glitzer! Was? Ach, das Geräusch immer, dieses Funkel, Geglitzer, wie auch immer. Ach so. Das ist irgendwie cool. Aber auch ganz schön nervig auf die Zeit. Ja, wenn man da zu lange steht, schon. Hast du eigentlich auch 2 Kristallschädel bekommen? Weil ich habe 2 Stück bekommen, einen von dir und einen von mir. Jetzt habe ich 2. Nö. Kannst du einfach für die Notreserve, ne? Ja, man braucht man immer. Man weiß ja nie. Wann denkt man sich, ne? Wann denkt man sich mal, hey, ein Kristallschädel, hey. Hast du nicht vorgelesen? Ja, ne? Echt? Ja, glaube schon. Okay. Ah, die Seelenlichter der Verdammten und Chaosflammen der Verdorbenen. Das wird mich nähren. Ich hoffe, wir sehen uns, wenn ich hier raus bin. Dann werden wir uns unter anderen Vorzeichen wiedersehen, Venua. Okay. Dann gehen wir jetzt nach... Ich hab... Itztag, dem Weißen in Yaltepetl. Ja, ganz genau. Und dann haben wir keine Quests mehr. Ich denke mal, da kommt ein neuer. Hoffentlich. Das wäre sonst ein wenig suboptimal. Ja, dann müssen wir weiterfahren. Und so. Falsch. Dann müssen wir die Bosse immer wieder machen. Glatthäutige Frau, du hast den Kristallschädel und mit ihm den Plan des Fährmanns, Mortis zurückzuholen, zerschlagen. Meinen Dank. Auch wenn wir den Gott der Toten verärgert haben, ist es richtig so. Vielleicht lässt er sich ja besänftigen. Lass uns den Fährmann wieder gnädig stimmen. Oh, Shirley. Denn er ist Mortis erster Diener hier.
Und wenn er wütend ist, ist Mordes wütend. Geh und finde Garn, mit denen du den Fährmann beschwichtigen kannst. Okay. Finde Dann. einen Himmelsweiser für den Fährmann in einer Architektenkiste in Nahuatlan. Fertig, ich weiß schon, wo die Kiste ist, aber wo noch nicht mal vorstanden. Die müssen wir bestimmt auch irgendwann noch aufmachen. Genau. Müsste jetzt ziemlich weit vorne sein. Yep. Nee, nee. Dann öffnen wir mal. Oh, ist noch was? Hier die Laterne des Fährmanns. Der rennt hier. Oh, hier sind Monster, muss alle töten. Soll ich sie nehmen? Hab sie. Nein, sollst du nicht. Also, da stand so eine kleine Laterne auf dem Stein. Also. Warte, ich will sie auch noch sehen. Vielleicht bin ich noch da. Nein, nein. Auch eine Laterne auf dem Stein sehen. Och, jetzt platzt er auch noch. Das habe ich nicht gesehen. Merci. Aber ich habe den Loot gekriegt für das Vieh. Cool. Ah, da, da. Das müsste die vorne hier sein, ne? Mhm. Ja. Okay. Dann geben wir sie doch mal dem Fährmann. Der ist Mord des Todes, genau. Jupp. Falls sich übrigens jemand wundert, dass ich am Ende der letzten Aufnahme ungefähr 30% hatte und jetzt schon wieder 80% habe vom Erfahrungspunkte-Balken. Das liegt an 4 Stunden Gefarme, oder? Ja. Das liegt daran, dass wir wirklich 4 Stunden lang durch die ganzen Maps geklatscht sind. Und das blöde Zeug gesammelt haben. Oh ja, das war ein Spaß. Ach ja, zu zweit ging's aber. Alleine wäre es ätzend gewesen. Ja, auch zu zweit war es teilweise ganz schön ätzend. Ja, aber immer noch lustiger als alleine. Das ist super. Beziehungsweise ich hätte die Quest wahrscheinlich alleine gar nicht fertig gemacht. Was? Warum nicht? Das ist jetzt nicht so meine Lieblingsquest gewesen. Also wenn mich jemand fragt, was fandest du an der Lordtag-Erweiterung am besten? Die Quest, in der man Chaosflammen und Seelenlichter sammeln musste. Ja, auf jeden Fall. Das ist die beste Quest ever. Bitte mehr. Mhm. Am besten noch eine Mantel-Quest, die 3000 Jahre dauert. Hey. Yeah. Oh, ich hoffe, es kommen neue Mäntel. Ja. Das wäre etwas schön. Weil der Mantel, den man jetzt hat, auch wenn der Mann jetzt schon auf 45 aufgewertet ist, das sind jetzt nicht gerade die allerbesten Verzauberungen. Nicht wirklich. Himmelsweiser bereichen. Ein Himmelsweiser, den kann ich für die Fahrt über das Seelenmeer gut gebrauchen. Doch was du eigentlich zurückbringen solltest, ist Mordes Kristallschädel. Das ist eine Laterne? Meine Laterne, du willst schön Wetter bei mir machen, nicht wahr? Das wird dir nicht gelingen, ohne Mordes Kristallschädel zurückzubringen. Ah! Immer diese alten Männer, die nichts vergessen. Dann gehen wir wieder. Neuer Versuch. Ja, ist halt nicht so leicht zu besänftigen, der Herr. Der Fährmann ließ sich nicht beschwichtigen? Amu, das ist fürchterlich. Wenn er dir nicht mehr gewogen ist, wird deine Seele den Seelenfluss nicht überqueren können. Wir müssen einen anderen Weg finden. Ich sehe nur noch einen Weg, um den Fährmann zu beschwichtigen. In Nahuatlan ruht ein Gefolgsmann der Versucherin Nefartli. Als sie mit ihrem Volk von unseren Ufern abgewiesen wurde, kam er an Land. Er war ein machtvoller Zauberer, der die Toten erhob. Nachdem er starb, wütete er als Untoter. Viele Tayas und Toldat ließen ihr Leben, um ihn in seinem Grab einzuschließen. Lege ihn endgültig zur Ruhe. Findet die versiegelte Grabkammer in der Nahuatlan und vernichte Jorik den Widerspenstigen. Yay! Jorik. Hört sich nett an. Jorik. Ah. Okay. Hilft nicht. Ist das da, wo alle schon... Ah, das ist das, wo alle immer reingehen können, nur wir nicht.
vor allem hier für Ruhe schaffen hier. Ich finde das echt cool, dass sich die Maps so nach und nach irgendwie erweitern. Ich werde gerade von allen Seiten angekotzt. Oh, du bist gestorben. Erster. Ach, die kennen wir doch, die Map, oder? Nee, das ist irgendwie eine andere. Sieht aber genauso aus. Kommt irgendwie ein Bossmonster oder so? Ja. Ah, die haben den wohl meistens abgefarmt. Was ist denn los mit dem? Das war schon eine krasse Herausforderung. Hä, wieso stand der denn einfach nur da? Hätte der sich eigentlich nicht bewegen sollen? Ich hatte jetzt zwar die lila Essenzen drin, aber das hat jetzt auch das, ja, okay. Übertreib halt. Ja. Können wir nochmal rein und den nochmal töten? Wir können es aber versuchen. Also vielleicht tut er dann was. Schauen wir. Ich kann ja mal hingehen. Hallo? Ah, hat sich bewegt. Hallo? Ah, aua. Krasser Boss. Hä, was ist das denn? Jetzt hat er mir gar nichts gedroppt. Ja. Aber EP hat er trotzdem gegeben. Waren das jetzt viele EP? Müssen wir nochmal gucken. Gehen wir nochmal rein. Also warte, ich habe jetzt 6852. 6852. ...1200 Erfahrungspunkte oder so. Ist ja nix. Ja. Na gut. Sonst irgendwas Interessantes? Nö, ne? Da frage ich mich echt, warum die Leute hier stundenlang reingehen und den abfarmen. Naja. Vielleicht wird's ja später noch was anderes. Meinst du, der wird mega groß oder so? Der wird dann so stark wie Nef-Atli. Atil. Atil. Atli. Ach, wir haben hier zwei neue Quests. Hey! Warum immer in den hintersten Zipfeln dieser Map? Weil das cool ist. Aber anstatt, dass sich die Leute, die wahrscheinlich ziemlich einsam sind, zum Beispiel so ein erfrorenes Kind oder diese Myrtaya, mal zusammenstellen und irgendeine Party feiern, stehen die alle in irgendwelchen entlegenen Winkeln und sterben wahrscheinlich einsam und alleine. Das wäre aber zu logisch, wenn die das machen würden. Das wäre aber auch mal eine coole Quest so. Guck mal, die ganzen Seelensträhle, die wir... Ups. Diese Seelenflüsse sind wieder weg. Ja klar, wir haben auch das Ding rausgenommen. Ach ja, stimmt. Den, Kristallschädel. Jetzt... blinkt und glitzert es auch nicht mehr. Oh. Ich mochte das. Ja. Miktial. Das ist ein Typ. Das ist eine Frau. Nein. Im Bild ist das auch eindeutig ein Typ. Ja, aber der Brüste. Ach so, der... Fremde, komm her. Du stehst nicht auf Seiten dieser Toltag-Verräter, oder? Dann ist ja gut. Ich kam vor einigen Wochen zusammen mit dem Toltag-Schamanen Raxas durch die Tempelstadt Nahuatlan, um zu beten. Und plötzlich fiel er mich mit einigen Kreaturen an, ließ mich auf den Opferstein schleifen, schlitzte mir die... Mit einigen Kriegern an. Oh, was habe ich gesagt? Kreaturen. Ja, ist doch... mit einigen Kriegern an, ließ mich auf den Opferstein schleifen, schlitzte mir die Brust auf und riss mir das Herz heraus. Dafür muss er zahlen. Ja, sollen wir jetzt 3,50 €? Oder so? Nicht? Der Schlager Rakassas, den Verräter in der Hotland. Ja. Das ist schon ganz schön böse, wenn man Leuten das Herz herausreißt. Ja, das macht man mal so, ne? Kommt in den besten Familien vor. Entschuldigung. Ich frage mich immer noch, was diese stillen Wächter hier zu sagen haben. Die sind mir immer noch nicht ganz geheuer. Oh, hier glitzert's. Ich spürte, wie eine machtvolle Seele in den Fluss der Seelen einging. Du hast bislang Großes vollbracht. Vielleicht kannst du Bardo allein stellen, Sterblicher.
Doch glaube nicht, dass Mortis glücklich darüber sein wird, dass du seine Pläne veraltest. Ja, das passiert mal. Was sind die so anstellen? Ist er jetzt auf unserer Seite also? Alter Scheint Mann, so. Weiß ich nicht. Alte Männer sind immer mystisch. Oh ja. Das ist so wahr. Also mein Opa ist nicht mystisch. Der ist lustig. Und manchmal ein bisschen rassistisch, aber lustig. Ja, so sind die alten Leute. Ein bisschen rassistisch, das passiert mal. Ja, also nicht so richtig. Nur so scherzhalber. Oh, hier ist ja noch eins. Und es platzt auch noch. Hey. So. Wow. Wen haben wir denn hier hinten? Habt ihr vorher alle gar nicht gesehen. Eine Dampfmechanikerin. Grunilda. Nee, Gunilda. Du bist keine Toltak und keine Tayas. Dann gehörst du nicht in diesen verdammten Krieg. Aha, nehme ich an. Gut so. Ich war Kundschafterin aus einer Expedition, die Königin Agrasha nach Lortak sandte. Ich ging voraus, um das Gelände zu sichten. Leider überfielen mich Toltak mit diesen Flederkreischern. Bitte, Fremde, geh zurück nach Andrakash und sage Agelox, sage ihm, meine letzten Gedanken gehörten ihm und unseren Kindern. Oh. Oh. Die hat dieselbe Frisur wie ich. Oder? Ich weiß ja, nicht, doch. Welche Frisur du gerade dran. Also ich meine, mein Charakter. Oder? Doch, ist ähnlich. Ja, das stimmt. Ist dieser Agolosch nicht der Typ, der an der Werkbank steht? Ja, kann gut sein. Mal nach Andrakash. Mhm. Die letzten Grüße ausrichten. Ja, ich muss nur gerade... Was habe ich denn gerade ausgezogen? Ach, mein Hut. Nee, war ja nicht. Mein Hut. Doch. Also jetzt nach Andrakash wolltest du, ne? Hier macht man Party. Agadox, hier Rüstungsschmied. Ah. Moment. Naja. Bin gleich da. Das ist irgendwie dieser tolle Drache. Aus dem... Shoppad, den man hier. Das Glückspferd-Paket. Da kann als totaler Bonus dieser tolle Drache rauskommen, der jetzt gerade wegrennt. Der mit dem goldenen Kopf. Ganz genau. Der sieht aber gar nicht mal so scheiße aus. Nö, der sieht ganz gut aus. Ah, die Map muss laden. So. Agelox, die Nachricht von Gunilda ausrichten. Gunilda schickt dich. Ihr Geist, sie ist tot? Was sagt sie? Als sie wegging, da hat sie keinen Gedanken an die Kinder verschwendet. Sie hat uns alles vor die Füße geworfen. Jetzt hat sie sich auch noch umbringen lassen. Das tust sie nur, um uns zu ärgern. Die soll bleiben, wo der Pfeffer wächst. Was ein Arsch. Hey! Oh, das ist ja... beliebt, die Frau. Mhm. Weißt du zufälligerweise, wo gerade dieser Rakash der Verräter ist? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich weiß, wo es ist. Lass uns mal nach Nahuel lernen. Ach, willst du jetzt nicht erst die Quest fertig machen und nochmal mit ihr reden? Wir müssen danach, nachdem wir in Nahuel waren, da wieder rein. Hm. Denke ich mal. Gut. Achso, ich habe übrigens den Timer vergessen, also... Yay! Der Meinung ist hier, da. So, hier runter und hier wieder hoch. Stand zumindest so ein Toltag. Ich weiß auch nicht, ob der das jetzt war. Ich habe zwar den Namen nicht gemerkt, aber ich glaube, da stand der Verräter. Der ist ja schon. Ja! Ja. Haha, ich bin so gut. Eher nicht. Natürlich bin ich gut. Nein, eher aber nicht. Achso, ja. Nicht eher nicht. Jetzt können wir da wieder reingehen. Quest erledigt. So viel rumteleportieren. Grausam, ne? Schon. Schon? Ja.
fliegende Steine. Finde ich immer noch cool. Wo bist du jetzt im Hort des Todes so? Ja. Wir müssen unser Quest abgeben. Mhm. Quest. Quest. Die quäksende Quest. Oh, das war Aim. Ich hab irgendwie ganz viel Schaden bekommen gerade. Hm. So, hochgeheilt. Zierenscherbe. Da habe ich zum Glück auch wieder richtig viele von. Das freut mich. Das freut mich echt. Ja. Ich hatte sonst immer so 30, 40 oder so. Jetzt habe ich 210. Boah. Ha. Mhm. So viel hatte ich schon. Eigentlich noch nie. Habe ich gerade 100 Dieterchen? Habe ich bei? Nee, habe ich nicht. Raxas, der Verräter, ist tot. Wie sehr mich diese Nachricht erleichtert. Ich spüre, wie der Fluss der Seelen nach mir ruft. Sei bedankt, Vinua. Und doch, mein Rachedurst ist noch nicht gestillt. Okay. Freak! Ah, okay, jetzt könnten wir noch eine andere Quest machen. Aber die gibt nur Erfahrung. Ja, nee. Nicht mal besonders viel. Nee, das lohnt sich nicht. Nee. Hä? Ich laufe überall gegen. Ja, siehst du? Nix los hier. Du machst das da oben schon, ne? Ja. Hä? Du machst das vor den epischen Bosskampf da mit dem Wächter? Ach so, nö. Ach so, ich steh hier bei der Zwergendame. Ja, dann hol ich mir Wächter zu dir. Ach, der mag mich doch gar nicht. Also, Agelax hörte meine letzten Worte an. Hörte meine letzten Worte an ihn und er sagte: Oh, er hat mir wohl nicht dafür vergeben, dass ich mir diese Expedition meinen Beruf vor der Familie stellte. Ich schätze, wenn er so über mich denkt, dann war er wohl nicht der Richtige für mich. Auch das ist eine gute Erkenntnis. Ich danke dir. Hm. Toll. Das ist ja. Wow. Naja, ist schon ein bisschen arschlochmäßig, was der gesagt hat. Ja, das stimmt schon. Einmal nach der alte Peter. Also heute sind wir echt noch mal rumteleportieren. Wir lösen eine Quest nach der nächsten doch. Das ist aber hier. Zack, zack, zack geht das hier. Ups. Oh, ich bin wieder ein anderer Kasch. Ja, ich auch. So. Manu, hier hat jemand den weißen Tiger. Oder auch den weißen Tiger. Den weißen Mietze-Tiger. Wo war das? Die alte Pette. Ach, hier. Ich habe gerade das nicht auf der Map gefunden. Hm. Was? Ich gucke mir gerade andere Frauen hier an. Der Fairman hat nachgegeben, das ist ein Anfang, meine glatthäutige Freundin. Auch wenn Mortis dir wohl nicht wohlgesonnen ist. Ich hoffe, du begegnest ihm nicht wieder. Wir beide haben jetzt nur ein Ziel, die Blüte Atarias. Aha. Oh, Sherlock, ich habe ein ungutes Gefühl. Geh zurück in den Hort des Lebens. Ich glaube, Atayas Heiligtum ist in Gefahr. Hilf ihr! Anschließend erbitte das heilige Artefakt von ihr. Ich hoffe, sie ist dir gewogener als der Fährmann. Bestimmt. Tritt das Heiligtum Atayas im Hort des Lebens. Uah! Und mein Amulett ist voll scheiße, was ich bekommen habe. Das ist, ja, 301 Crit, 18 Schaden. Ich habe 17 Schaden, 156 Widerstände und 9,1 kritische. Wow. Also völlig für den Arsch. Ah, ich habe gerade Handschuhe gefunden mit 10,9 Angriffsgeschwindigkeit. Hm. Brauche ich nicht. So. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder bei der nackten Dame. Jo, bis dann. Bis gleich. Willkommen zurück. Ja, wir werden gerade angegriffen hier in dem Ding.
Ja. Wir hatten gerade schon zwei Mini-Boss-Monster, jetzt kommt noch der dritte. Aber auch nicht sehr stark. Nein. Sehr. Liegt die irgendwie jetzt näher da dran? Nee, ne? Kann sein. Die Feinde kamen und fielen hier ein. Du hast diesen Abschaum vernichtet. Gut. Sie raubten die Blüte. Geh und finde sie. Bringe dem Tod das Leben, Venua. Bringe dem Tod das Leben? Suche die machtvollen Kreaturen des Feindes und finde heraus, wo die Blüte ist. Sie wissen, wo die Verräter sie hinbrachten. Schlage die Egelbrut in der Erdgrotte. Und das machen wir wann? Nächste Folge. Ganz genau. Bis dahin. Habt noch einen schönen Tag. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.